Ja, nach Rostock ist vor Heidenheim das letzte Heimspiel in der Hinrunde der Saison 22/23 steht auf dem Plan. Am kommenden Mittwoch um 18.30 Uhr empfangen wir hier im BWT-Stadion am Hartwald den 1. FC Heidenheim. Ganz herzlich darf ich unseren Trainer Alois Schwarz begrüßen, der sicherlich nochmal auf die Partie bei Hansa zurückschauen wird, uns beim Personal ein Update geben wird und natürlich auch auf Heidenheim blicken wird. Alois, bitteschön. Ja, es geht schon wieder weiter. Ja. Hallo zusammen. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir endlich mal einen Auswärtsdreier landen konnten. Ich denke, dass wir, wenn man es kurz zusammenfassen kann, eine erste halbe Stunde hatten, die richtig gut war, wo wir auch gute Umschaltmomente hatten, wo wir vielleicht nicht jetzt so zum Abschluss gekommen sind, um so zwingend zu sein. Dann hat man eine Phase, 10 Minuten, wo wir auch ein bisschen Matchglück hatten. Gehört dann auch mal dazu und machen kurz vor der Pause dann das Tor. Und dann muss ich sagen, hat die Mannschaft auch sehr diszipliniert und leidenschaftlich verteidigt, hatten ihre Chance auch nach vorne gesucht. Und ist natürlich nicht immer so einfach, wenn, ich weiß nicht, ich glaube 8 oder 9 Ecken, 7, 8 Freistöße von der Seite und gefühlt 15 Einwürfe, die sich auch anfühlen wie Ecken, dass man das alles so verteidigen kann. Das haben wir gut gemacht und haben uns dann belohnt und endlich mal mit dem Dreier nach Hause gefahren. Ja. Das hat uns sehr, sehr gut getan. Haben jetzt am Samstag ein Regenerationstraining gemacht, am Sonntag nochmal durchgepustet und heute beginnen auf die Aufgabe gegen Heidenheim. Vom Personal sieht es so aus, dass weiterhin Erik Zenker, Dennis Diekmeier, Shima Okorochi, Josef Ganda und Benedikt Grave nicht mitwirken können. Yannick Bachmann kommt nach der Gelbsperre zurück. Und bei Patrick Drewes hat am Samstag gut trainiert, hat am Sonntag auch eine leichte Einheit gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie es heute ist. Und dann werden wir mit Patrick bzw. auch mit dem Torwarttrainer darüber sprechen, ob es Sinn machen kann oder soll am Mittwoch. Das mal von meiner Seite. Vielen Dank, Alu. Und dann gehen wir in die Runde. Christoph Offner, RNZ beginnt. Hallo, Herr Schwarz. Gestern wurde der Jens Hertel bei Hansa Rostock entlassen. Registriert man das? Fühlt man sich da vielleicht sogar ein Stück weit verantwortlich beziehungsweise leidet man mit dem Trainerkollegen mit? Also eher das Zweite, man leidet ein bisschen mit. Ich meine, intern kann ich nicht reingucken, aber er hat eine tolle Arbeit gemacht. Es waren knapp 4 Jahre mit dem Verein aufgestiegen und hat den Verein auch wieder stabilisiert. Was da dann sonst noch intern rumrennt, das kann ich ja nicht beeinflussen oder kann ich ja nicht beurteilen. Deswegen ein angenehmer Trainerkollege, deswegen tut es einem schon leid. Ja. Max Wendel, dpa. Ja, hallo Herr Schwarz, Sie haben gesagt, Patrick Drewes könnte zurückkehren. Jetzt hat der Nikola Rehnen auch gute Leistungen abgerufen. Wie zufrieden sind Sie denn mit seinen Auftritten jetzt seit dem Pokalspiel gegen Karlsruhe nach der langen Pause ohne Pflichtspiel zuvor? Ich bin erstmal sehr zufrieden. Das Pokalspiel war für ihn ja praktisch ein Elfmeterschießen nur, aber hat uns da am Leben gehalten durch seine Ruhe und Stehenbleiben. Er hat auch beide Spiele, wo er jeweils 2 Tore gefangen hat in Regensburg und auch zu Hause gegen Braunschweig, hat eine sehr ordentliche Partie gespielt. Man hat auch gemerkt, je länger er da drin steht, desto sicherer wird er und hat uns natürlich auch mit dem Spiel jetzt, wo er sehr, sehr gut gemacht hat, mit seinem Teil dazu beigetragen, damit hinten die Null stand. Und deswegen bin ich mit ihm sehr zufrieden. Ich habe auch gesagt, wir werden uns dann halt zusammensetzen, auch mit dem Torwarttrainer. Und wichtig ist natürlich, wir sehen jetzt, wir haben durch Nico eine super Alternative und deswegen darf man nichts überstürzen, dass der Partie in die nächste oder Folgeverletzung läuft. Das müssen wir dann genau abklären. Christoph. Mhm. Wenn wir schon bei den Torhütern sind, vergangene Woche kam ja das Gerücht auf, dass der FC Liverpool an Patrick Drewes interessiert sein soll. Haben Sie da mit ihm darüber gesprochen oder wie hat er das aufgenommen?
Also ich hatte keine Zeit mit ihm über dieses Thema. Ich habe andere Probleme gehabt. Aber es freut mich, wenn sowas aufkommt, dass wir, dass sogar der FC Liverpool bei uns an den Hartwall schaut und da Leistungen honoriert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Paddy ist ein guter Torwart und mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Es ist viel Konjunktiv dabei, aber wenn es denn dieses Angebot tatsächlich geben würde, und Sie haben es bereits gesagt, mit Nicolai Rehn hat man eigentlich eine starke Nummer 2, Timo Königsmann auch ein sehr erfahrener Torhüter, wird es dann eventuell monetär vielleicht sogar Sinn machen, dass man den Patrick Trewes im Winter abgibt? Wie stehen Sie dazu? Also erstmal möchte ich keinen abgeben, weil wir mit Paddy einen sehr, sehr guten Spieler haben, aber da bin ich auch vielleicht der falsche Ansprechpartner dann, je nachdem wie dann sowas ausfallen sollte und wie Sie sagen, alles im Konjunktiv, dann muss der Verein entscheiden, ob das richtig oder falsch ist und ich persönlich würde mich freuen, wenn er hier bleibt. Max. Yannick Bachmann kehrt nach Sperre zurück, auch Kandidat wahrscheinlich dann für die Startelf. Erwägen Sie trotzdem vielleicht den Yannick Bachmann draußen zu lassen, nachdem er ja sehr gut angefangen hat in dieser Saison, aber dann so ein bisschen ja, nicht mehr so herausstechend agiert hat? Ja, ich glaube, es ist, ich glaube, die Erwartungshaltung von Yannick war auch oder von außen sehr, sehr hoch. Er hatte eine tolle Rückrunde gespielt, hat Tore gemacht, Tore vorbereitet. Manchmal geht es nicht immer so weiter. Ich glaube, jeder macht mal eine Durststrecke. Er hat jetzt aber auch wieder ein wichtiges Tor gemacht gegen Braunschweig für uns. Deswegen ist er auch ein wichtiger Spieler. Mich freut es erstmal, dass wir mal wieder mehr Personal haben, ja, wenn man das so sieht, weil es hat uns ja wirklich schon richtig schwer getroffen gehabt die ganze Zeit. Deswegen freut es mich, dass er zurückkommt. Was wir jetzt da genau machen, habe ich noch ein paar Tage Zeit. Christoph. In Rostock war es eine Dreier- bzw. Fünferkette. Ist es auch für Heidenheim eine Option oder lassen Sie sich da alles offen und entscheiden da spontan? Ja, Option ist es genauso. Wir haben es gut gemacht, wir sind gut gestanden. Natürlich kommt jetzt auch eine Mannschaft auf uns zu mit dem 1. FC Heidenheim, die eine sehr, sehr robuste Mannschaft ist, die sehr zweikampfstark ist, die sehr, sehr laufstark ist, die nicht umsonst da auf Platz 3 steht. Und da gehört es ja auch hin für mich. Ich habe es jetzt gesehen gegen Paderborn. Sie wirken sehr, sehr stabil, sie wirken homogen, sie sind eingespielt. Und das zeigt so ein bisschen, was die Kontinuität auch angeht, wenn man das sieht. Über Frank brauche ich nicht sagen, der schon ewig dort ist. Ja. Und hinzu kommen halt Spieler, die schon lange da sind. Ob das Müller ist, Mainka, Föhrenbach, Busch, Teuerkauf, Kleindienst, der mal kurz weg war, Tomala, das sind alle Spieler, die schon 5-6 Jahre dort sind, die da eingespielt sind und die das auch verkörpern, was Heidenheim ausmacht. Und deswegen, ja, da kommt eine Hausnummer auf uns zu, auf die freuen wir uns auch, um damit messen zu können. Ja. Max? Der erste FC Heidenheim, Sie haben schon viele lobende Worte über den Club gesagt. Die spielen seit 2013-14 in der zweiten Bundesliga. Inwiefern dient denn der Verein auch als Vorbild für den SV Sandhausen? Und wenn ja, in welchen Punkten? Ja, ich glaube, Heidenheim ist ein Jahr später aufgestiegen, ja, wie der SV Sandhausen, wenn ich das so im Kopf habe. Der Verein, die da als Vorbild, was die Kontinuität, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, wenn man so klein in Anführungszeichen ist und zusammenhält. Der Verein hat aber gute Fortschritte gemacht in Form von Infrastrukturen. Ja, das haben wir hier leider nicht und uns ist leider das Stadion auch nicht hold gewesen, dass man das dementsprechend machen darf. Die Infrastruktur ist natürlich in Heidenheim ganz, ganz anders. Sie haben natürlich auch mit, glaube ich, knapp 10.000 Zuschauern im Schnitt auch ein bisschen mehr, wie wir da stehen, schon ein bisschen mehr Leute noch dahinter. Ja, das dient schon so als bisschen Vorbild, wenn man weiterkommen will, dass man einfach auch in Infrastruktur dementsprechend investieren muss. Das hat Heidenheim sehr, sehr klug gemacht. Max? Nein? Dann sind wir für heute durch. Wir freuen uns auf die englische Woche und den ersten FC Heidenheim. Ich darf noch darauf hinweisen, das wird der Ehrenamtsspieltag in Kooperation mit der DFL und dem Deutschen Fußballbund sein.
Wir werden auch da ein paar Gäste da haben und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch nochmal eine kleine Motivation ins Stadion zu kommen und danke ans Ehrenamt zu unterstützen. Hinweisen darf ich noch auf unseren Hartwald-Hörfunk. Unser Fanradio wird circa 10 Minuten vor Anpfiff wieder auf Sendung sein. Und dann freuen wir uns auf einen schönen Fußballabend am kommenden Mittwoch. Dankeschön, bis dann.